Jetzt sage ich es halt wirklich. Wir sind nicht zum Spielen hergeeilt. Heute ist Valdradas großer Tag. Hoffentlich hat sie Schnaps und warme Suppe vorrätig, wenn Gäste bei diesem Wetter kommen. Wo steckt sie eigentlich? Meine Krähe hat ihr doch gesagt, wir kämen. Valdrada! Alte Oma ist da immer. Bei Safon! Valdrada! Kümmere dich gefälligst um meine lieben Gäste! Ja, genau, sehr lieb. Aber nein, Equin, das kann doch einmal jedem einmal passieren. Naja, aber du wirst es doch für dich behalten, ja? Wenn du künftig etwas aufmerksamer zu mir bist, vielleicht. Aber ja, meine Schöne, natürlich, natürlich. Dann geh jetzt und futter dir erstmal mehr Kraft an für das nächste Mal. Will ich wirklich wissen, was die... Meine Güte, was für eine Enttäuschung. Boah, ist die alte schon. Verflixt, sie sind schon da. Ich habe mich viel zu lange mit diesem lahmen Bengel aufgehalten. Und dann hatte ich noch nicht einmal etwas davon. Krähenpilz! Oh, scheiße. Krähenpilz und Alter! Valdrada! Hol uns endlich ins Trockene, du nichtsnutzige Göre! Ich mag die Oma nicht. Ich spreche so komisch. Waldburger! Tanker! Was für eine Freude, euch zu sehen! Ich habe euch schon den ganzen Tag entgegengefiebert! Valdrada! Liebes, wir haben uns schon jetzt schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Safon, sei mit dir, Valdrada. Gerade heute an deinem großen Tag. Ich hoffe, du bist vorbereitet. Vielleicht. Natürlich, natürlich. Aber stützt mir doch nicht, Schwestern. Komm, nimm doch meinen Kesselplatz. Wieso klingen die jetzt beide gleich? Da nichts, nein, Liebes. Mir klingen Hexen alle gleich. Wahrscheinlich aus demselben Grund, warum sie alle rote Haare haben, ja. Kastett eingerichtet! Kart und Kristallkugel! Wie läuft die Wahrsagerei? Eintönig, ist doch immer dasselbe. Liebt er mich? Ist sie mir treu? Wird das Ziel wieder gesund? Ach, ich möchte endlich richtige Hexerei lernen. Die Mutter, die Natur bezirzen, Rank wachsen lassen, Flüche sprechen. Du weißt sicherlich, warum wir dieses Wissen so lange vorenthielten. Nun ja, wir hatten eben viel zu tun. Müsste sich eher heißen, ihr? Aha, Rechtschreibfehler, aha, Scheißspieler, voll Rechtschreibfehler. Nun ja, ihr hattet eben viel zu tun. Also ich denke mal, alles ist hier. Pa, du warst also einfach nicht wert, eine richtige Hexe zu werden. Danke. Sie hat ganz recht, Liebes. Du bist ein liederliches, sprunghaftes Ding. Dein Kräutergarten ist ein Witz. Deine Mittelchen sind schlimm gepanscht. Und eine Eule hat in etwa so viel Aura wie ein Hering. Was? Ich hatte auch mal eine Eule als Hering. Oder was, ein Ehrling als Eule? Was weiß ich. Aber ihr scheint eure Meinung geändert zu haben. Immerhin seid ihr ja hier, um mich der Prüfung zu unterziehen. Was uns treibt, ist die schlichte Not. In normalen Zeit hätten wir ja jemand wie dich kaum in die Kreis geholt. Der Orden ist, du weißt schon wer, hat seine Jagdmethoden verfeinert. Es steht nicht gut um uns Hexen. Im letzten Mond haben diese Hunde die alten Gismara auf den Scheiterhaufen gezerrt. Den Scheiterhaufen. Ich kann mich noch an die alten Zeiten erinnern, als wir die stolzen Herren der Wälder waren. Unsere Zahl schrumpft, geben wir unser Wissen nicht weiter, droht es verloren zu gehen. So ist das also. Ich bin nichts weiter als eine lückenbüßende Notlösung. Aber eine, die werden nur mit Ballflüche beherrschen. Beherrscht, Liebes. Ach, was soll's. Dann nehmen wir mich eben aus den falschen Gründen auf. Hauptsache, ich bin bald eine Hexe. Wenn du die Prüfung bestehst... Scheiße! Wenn du die Prüfung bestehst, Valdrada, nur dann. Die Prüfungen, natürlich! Du wirst doch wohl kaum so töricht gewesen sein, die nicht sorgsam vorzubereiten, Gut, dass die lachen zu meinem Witz. Ein guter Witz, Valburger! Dann lass uns keine weitere Zeit vertrödeln, sondern beginnen. Natürlich, natürlich! Aber nach dem langen Weg setzt euch doch. Niemand sagt, als Prüfer dürfe man es nicht gemütlich haben.
Wir sind hier, deine Leistung als Hex zu werden, nicht als Gastgeberin. Ach was! Streck mir erst einmal die müden Knochen aus! Ich habe auch keine Lust, bei dem Wetter so bald wieder vor die Tür zu müssen. Hier, mein Hering. Gib Ruhe, du Vielfraß! Du hast heute schon ein Küken und zwei Mäuse! Okay. Ein Haufen Kesselfutter. Wieso Kesselfutter? Das schmeißt doch nicht in einen Kessel. So ein großer Keller beeindruckt die Leute. Kessel. Keller. So ein großer Kessel beeindruckt die Leute immer sehr. Aber warum hat mir niemand gesagt, welche Akrobatik nötig ist, um auch seinen Boden zu putzen? Im linken koche ich Spinnenbeine auf. Im rechten mache ich eine schmackhafte Kräutersuppe. Oder war es genau andersrum? Naja, ehrlich gesagt, schmeckt mir beides recht ähnlich. Was? Das ist ein Beutel, den kannst du mitnehmen. Anmutsalbe, Genesungsperlen, Liebessaat, Rosenduft, Schimmelkräutling, Treue-Elixier, Wurzelreck dich, Zahnfäulpulver. Scheint alles da zu sein. Was ist da? Nochmal dasselbe. Das Regal da oben kann ich gar nicht anschauen. Der Schnack enthält... Ach, der Schnack? Was lese ich denn da? Der Schank enthält dreimal Branntwein. Ist nur noch zwar eindrucksvoller, aber durch... und durch wirkungslose Plunder übrig. Ickwins Gesicht war so schön, als ich ihm wahr sagte, ihm würden Entenfüße wachsen. Nimmt einen knorrigen Stab, yeah, epische Ausrüstung. Einige der Zutaten krabbeln noch müde herum. Es wird Zeit, sie zu verbrauchen. Ja, sonst sind sie nämlich irgendwo tot. Wo geht's dahin? Hinter dem Vorhang. Ich biete den Gästen lieber nichts Aufwendiges an. Das vergrößert nur den Abwasch. Biete bloß kein Fleisch mehr an, wenn andere Hexen sowieso sind. Da stellt man sich extra hin und heute das dumme Biest. Was soll man sich denn Dank anhören? Wir sind die Freundinnen der Natur. Bla bla. Nur weil Dank Grund kein Fleisch mag, muss ich nicht gleich irgendwelche angeblichen Hexengebote an den Haaren herbeiziehen. Auch im Haushalt einer Hexe gibt es einen ganz normalen Abfallkorb, der hier enthält übrigens Abfall. Nein, echt? Das verwundert mich. Ich hätte schwören können, noch ein paar Molchaugen eingeweckt zu haben. Sollte man selber. Zum Fliegen leider völlig ungeeignet. Er macht ja auch nicht einmal mehr richtig sauber. Ah, so gute alte Reisesbeete. Der Vorratsschrank ist gut gefüllt. Die Leute wissen meine Mittelchen eben zu schätzen. Man hat denn die Kleine für das treue Elixier bezahlt? Riecht so, als wäre es schon eine Weile her. Das würde mir gar nicht bekommen, wenn eine wartende Walburger mir einmal mein Schnarchen hörte. Ach was, warum denn nicht? Höre deine erste Aufgabe. Um eine richtige Hexe zu sein, musst du die Kunst des Flugens beherrschen. Ein Fluch! Bring dir mir endlich etwas Brauchbares bei! Achte die Mittelchen nicht gering, die du bisher hergestellt hast. Sie sind die Grundlage der Hexerei. Ja, ja. Spann die Kleine nicht auf die Foltertanker. Zeige es schon den Fluch, den sie können muss. Der Fluch des Warzengleichsichts. Gib gut Acht. Jede Hexe muss ihn beherrschen. Auf dem war ich schon immer versessen. Ja. Es kommt sehr auf deine Fingergeschick an, um den Fluch richtig zu wirken. Beweg deine Finger so. Rechts, links. Runter, links. Das mache ich wahrscheinlich gleich. Hast du es gesehen? Jetzt du. Hey, ich bin episch. Noch etwas wackelig, aber du hast es geschafft. Auf Anhieb! Im Kindchen steckt er wieder doch ein Funken Talent. Yeah, 100 EP, Alter. Und nun kann ich fluchen. Seit wann kann jemand backen, der nur ein Kochbuch liest? Es fehlt natürlich noch die Praxis. Aber mit der nötigen Vorsicht. Vorsicht hin, Vorsicht her! Und sie mal im Dorf begegnet, der einen sehr verdienten Kandidaten für den Freilandversuch abgäbe. Ich meine diesen ungehobenen Klotz an der Brücke. Ach, unseren Speer. Er ist ein wichtig touristischer gerne groß. Eben! Gut, gelingt es dir, den Speer zu verfluchen, gilt die erste Prüfung als bestanden. Ach so, okay. Schleich dich von hinten an den Opfer an, um ungestört den Fluch zu weben. Gut, ja, gut, das kennen wir schon, blablabla. So, kann man noch irgendwas mitnehmen? Hier so.
Moorwehr, Mühlenbrück, Wald. Zum Glück haben wir das Schild, das erinnert uns immer daran, wie unser Dorf überhaupt heißt. Ja, ne, ist toll. Ja, dummes Schaf hier, ne? Warum hat es nur ein Horn? Ich sag, wenn noch einen Tag länger regnet, treiben wir bald Moosflechten aus den Ohren aus. Spring, du dummer Flosch. Flosch. Auch eine Methode, um zu waschen. Schlechtes Wetter abwarten, die Wäsche nach draußen stellen. Gibt's noch eine andere Methode? Zu spät. Der Stoff ist schon derart aufgeweicht, dass es noch als Abdichtszeug für Löcher taugt. Naja, weiß man nie, wann es braucht, ne? Jetzt speichern wir erstmal. Was ist da oben noch? Gras. Eine ganz gewöhnliche Eiche. Es wird nur bedrohlich, meine Kleinen. Bei dem Wetter kommen wir sowieso nicht heraus, um zu stechen. Psst. Wenn man nicht uff, ständig den Boden auflockert bleibt, schnauf, die Rüben klein und schmächtig. Kann ich die dann rausziehen? Nein, kann ich nicht. Schade. Ein leerer Eimer. Okay. Wenn der Regen nicht bald aufhört, können wir ja drin frischer großziehen. Ja, du aber schön's. Kannst du eine Eule gegen den Hering tauschen? Mein schönstes, vollstes Leben, Glück, das wäre ein sauberes Bodenstück. Wer denn eines Tages freilesen sollte, tut Unrecht. Sorgsam geflochtener Kornkranz, um den Schutz der Herrin Sita für dieses Haus zu erbitten. Sollt hier nicht eigentlich etwas hängen? Natürlich, eigentlich hängt dort mein Lieblingssichel, aber seit ein paar Tagen ist sie einfach verschwunden. Aber das ist doch nur eine Missgabe. Gott, eine Missgabe. Ich fasse zusammen, halbe und eine tote Maus. Halme, hunderte, ach was, tausende, nein, hunderttausend Halme, alles auf einen Haufen. Dieser prächtige Haufen ist der stolzeste Liebling im Bautum. Warum rede ich überhaupt so komisch, wenn ich auch gar nicht rede? Ein Heuhaufen, ich kann mein aufgeregtes Zittern kaum beherrschen. Ein Seil, ha, wann hätte man je gehört, dass so etwas einem von Nutzen war? Ja, Vorsicht, die Sicheln sind scharf, meine echt. Meine Lieblingssichel ist weg. Sie war etwas ganz Besonderes. Sie hatte einen Griff, ein gebogenes Blatt, einen Griff. Ja. Mal gleich. Ach ja, ich muss erst Return drücken, damit ich runterkomme. Ja. Also, dann schauen wir mal, ob nicht irgendwo eine... Mein Bruder hat recht. In meinem Krönergarten wächst wirklich nur dummes Zeug. Der Duft des Scheunenbedeckers mache angeblich treuer. Ha! Wenigstens zahlen die Leute gut für Unfug. Eines Tages werde ich wissen, wie man eine Alraune anpflanzt. Und bis dahin muss ich bald dieses zweifelhafte Gestrüpp ziehen. So ist da noch was dahin, da ist nichts mehr. Warum sehe ich so? Was stehst du denn hier im Regen herum? Ein Windstoß hat das Feuer gelöscht. Ich dachte, ein Dämon zischt mich wütend an und in Kreischen hinausgerannt. Und nun sitzen die Kinder allein im Dunkeln und haben entsetzliche Angst, wenn sie auch nur jemand hineintraut und wieder Feuer machte. Aber leider sind alle bei der Arbeit und es kann noch Stunden dauern, sie zurückkehren. Der Schmied hat mir einmal erklärt, wie ein komischer Ofen funktioniert. Und als ich mit ihm fertig war, hat er nie wieder gewagt, mich so zu langweilen. Ist da wer? Hilfe, wir fürchten uns. Stimmt gar nicht, ich hab keine Angst. Mit dunklen Tappen, weil da ist sie die Hand vor Augen nicht. Aber sie kann mit Ender die Dinger vor den Füßen abtasten. Nichts. Sehr schön. Ich habe die exakte Mitte des Hauses gefunden. Toll. Nichts. Oh, verdammte Hacke. Das war jetzt irgendwie... Kann ich da nochmal drauf? Ha, Schaf. Nichts. Ich laufe halt nochmal drauf. Okay. Wer hat was anderes erwartet? Hand hoch. Hier ist irgendwas Spitzes.
Flauschig, es geht doch nichts über ein schönes Bodenfeld. Huch. Großartig, ich habe meinen Bodenfisch ins Auge gefasst. Ja, das machen wir gleich nochmal. Hier ist irgendwas was Spitzes. Mäuse gibt es jetzt auch. Das wird meine Eule aber freuen. Hier stand also ein Wassereimer. Ja, toten Fisch. Ja, irgendwas kaputt gemacht. Ein Krug, den schaue ich mir genauer an, sobald ich für Licht gesorgt habe. Hier ist irgendwas Spitzes. Das riecht doch nach Würsten. Hey, nicht naschen! Ihr fürchtet euch, blablabla. Nichts. Wissen, nee. Ich weiß, mein Webstuhl. Hier ist doch die Feuerstelle. Na, die Pflanze ist schnell wieder entfacht. Hui, es ist wieder hell. Danke, Waldrada. Waldrada hält Hundelippi.